Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Es ist mal wieder soweit. Das Starterdepot geht in die nächste Runde. Ich hatte schon versucht, gestern das neue Video zu drehen, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Ihr wisst vielleicht, ich mache immer parallel ein Video und einen Blogartikel. Die einen, die schauen lieber bewegte Bilder an und die anderen, die lesen lieber. So kann sich jeder das seine aussuchen. Jetzt aber geht es weiter. Was ihr wahrscheinlich auch wisst, das ist, es geht ums Thema REIT im Rahmen des Starterdepots. Wir haben ja, oder wir sind in der erfreulichen Situation jetzt, dass die Consorsbank ja vier REITs, also genau die vier Wunsch-REITs, die ich denen auch geschickt hatte, sparplanfähig gemacht hat. Das hat auch schon zu großer Freude geführt, nicht nur bei mir, auch allgemein in der Community. Und an der Stelle nochmal vielen Dank. Und wir können jetzt den letzten Sparplan, der ja noch offen ist, 19 Sparpläne haben wir schon. Jetzt fehlt ja noch der 20. Das haben wir gesagt, wir warten, bis ein REIT kommt, also sparplanfähig wird. Und den können wir jetzt voll machen. Apropos voll, ich denke, das Video hier, das hat auch ist auch relativ vollgepackt. Und zwar so vollgepackt, dass ich es nicht schaffen werde, alle vier REITs auf einmal zu analysieren. Ich möchte nämlich, dass wir am Ende alle vier REITs zur Abstimmung haben, aber vier REITs in ein Video zu quetschen, das war mir zu viel. Deshalb, wir gucken uns in diesem Video zwei REITs an, die mehr miteinander zu tun haben, als man oder als du vielleicht denken kannst am Anfang. Nämlich American Tower und Digital Realty Trust. Und die gucken wir uns an. Vorher gucken wir uns aber noch das Starterdepot an. Die allgemeine Lage. Und zwar ist ja jetzt ein neuer Monat gekommen und ich wollte ja sowieso immer am Anfang des Monats mal hier kleine Übersicht geben, wie es denn so momentan aussieht. Und das siehst du hier. Ich mache es ein bisschen größer. Hier auf der Seite wachstumswerte.net, da findest du ja das Starterdepot komplett live. Mein Name übrigens ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber und Gründer der Seite Aktienfinder.net. Und hier geht es ums langfristige Investieren um Aktien, damit du von steigenden Kursen und steigenden Dividenden langfristig ebenfalls profitieren kannst. Und der Disclaimer, das fällt mir danach immer ein, mit Aktien kannst du Geld verlieren. Kurzfristig sind die Bewegungen am Aktienmarkt unvorhersehbar. Ich habe keine Glaskugel, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Alles pure Unterhaltung. Mit hoffentlich etwas Lerneffekt und du bist für dein Geld selbst verantwortlich. Ja, also gehen wir mal zum Starterdepot erst und danach gucken wir uns dann die zwei REITs an. Also hier siehst du, wie es momentan aussieht. Wir sind jetzt knapp 4% in den Miesen. Das sind aber die Gebühren schon mit drinne. Allgemein ruckelt es ja ein bisschen die letzten Monate eigentlich schon am Aktienmarkt. Du kriegst vielleicht mit, so am Rande, dass es da so eine Art Handelskonflikt gibt und dass die Konjunktur abkühlt und dass sowieso der Finanzmarkt kurz vorm Kollaps steht. Also so das Übliche, sage ich mal. Und da gibt es auch immer so komische Beobachtungen, wo ich ab und zu mit dem Kopf schüttel. Das muss ich jetzt mal kurz so spontan einwerfen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass jetzt die USA Strafzölle einführen wird auf Waren aus der Europäischen Union und zwar mit Absegnung der Welthandelsorganisation. Und folgender Hintergrund: Boeing und Airbus, die stehen ja miteinander in einer harten Konkurrenzsituation und Airbus wird gefördert durch die Länder der Europäischen Union, allen voran Frankreich und Deutschland. Und USA fördert natürlich ihren eigenen, also Boeing als ihr eigenes Unternehmen. Und beide subventionieren jeweils ihr eigenes Unternehmen. Und jeweils der andere, also einmal die Europäische Union, einmal die USA, haben dann bei der Welthandelsorganisation geklagt, weil die Subventionen unrechtmäßig wären. Beide haben schon Recht bekommen. Also jeweils der andere, also sowohl die USA als auch die Länder bzw. Staaten aus der Europäischen Union, haben die Subventionen unrechtmäßig bezahlt. Und die USA sind im Prozess schon ein bisschen weitergekommen. Und die Welthandelsorganisation, die geht dann hin und sagt, okay, jetzt dürft ihr für die unrechtmäßigen Subventionen, die der Beklagte bezahlt hat, Strafzölle verlangen. Und jetzt gibt es also Strafzölle auf Käse, Zangen, alles Mögliche, was überhaupt nichts zu tun hat mit dem eigentlichen Fall. Nämlich mit der Subventionierung von Airbus durch einige europäischen Staaten. Und das finde ich doch etwas,
Komisch von der Herangehensweise. Eigentlich sollte ja die Welthandelsorganisation, behaupte ich, oder das habe ich mir jedenfalls eingebildet, den Welthandel fördern. Was die jetzt machen ist, sie stellen fest, dass irgendeine Partei, sage ich jetzt mal, gegen Welthandel verstoßen hat, gegen irgendwelche Prinzipien, eben jetzt in diesem Fall durch unrechtmäßige Subventionen. Und anstatt, dass man dann den Staat oder das Unternehmen zur Kasse bittet und sagt, dann bezahle es mal wieder zurück, gerne noch mit einem Strafaufschlag dazu, wird jetzt hingegangen und man darf jetzt Strafzölle verhängen, die dann Unternehmen berühren, die das überhaupt nichts angeht. Ja? Also dann gibt es dann Unternehmen, die Käse herstellen oder sowas und die müssen jetzt unter Strafsanktionen leiden. Und aus meiner Sicht verschlimmert man da die internationalen Handelskonflikte eher, als dass man die ganze Sache verbessert. Und diejenigen, die eigentlich dafür verantwortlich waren, die werden nicht direkt zur Rechenschaft gezogen. Also das finde ich ja schon ein bisschen komisch. Früher habe ich immer gedacht, ich verstehe das nicht so richtig. Und ich, aber mittlerweile habe ich einfach meine Zweifel. Naja, nichtsdestotrotz, es gibt weiterhin Unternehmen, die langfristig ihre Gewinne steigern. Und da sind wir ja voll dabei. Also hier siehst du das Starterdepot, momentan hier knapp 4% in den Miesen, ist jetzt aber aus meiner Sicht überhaupt nichts Dramatisches. Ich habe ja dir den Disclaimer schon gezeigt. Hier siehst du die Gewichtung nach Branchen und es ist auch alles hier schön live. Das siehst du quasi, wie das Depot momentan aussieht. Wir haben hier jetzt die letzte Ausführung zum Monatsersten, also 1. Oktober ja schon gehabt. Jetzt haben wir hier auch, das siehst du da besser, eine Gewichtung nach Land und Region. Jetzt haben wir hier auch Asien drin, wenigstens ein bisschen mit Tencent. Hier siehst du Europa, die habe ich zweigeteilt. Einmal in Europa, EU-Europa und einmal in das restliche Europa außerhalb der EU, sprich Großbritannien und Dänemark. Und hier der ganze Rest hier, also 71,5% sind die USA. Jawohl, das wäre das. Und falls du da mitmachen möchtest, also hier ist nochmal die Übersicht aller Sparpläne momentan, die wir haben mit dem aktuellen Stand. Und genau, falls du mitmachen möchtest oder falls du ebenfalls, ich sage es mal ganz allgemein, über Sparpläne oder und/oder über Einzelinvestments in Aktien investieren willst, kannst du hier zum Starterpaket gehen. Und da gibt es dann eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage dazu, zum Broker, den du dann natürlich auswählen kannst. Aus drei bestehenden Programmen. So, dann könnten wir, glaube ich, langsam anfangen, indem wir hier indem wir uns nähern, den REITs annähern, die wir analysieren möchten. Hier siehst du erstmal auch das Rahmenprogramm, die Ankündigung, dass die REITs nur sparplanfähig geworden sind. Und da siehst du dann hier nochmal, weil das Thema definitiv kommt, weil es klar war, zur Besteuerung ausländischer Einkünfte aus REITs von Luis Passos. Also ich habe da hier ein bisschen Rahmenprogramm gebastelt um die REITs drumherum. Und dann sind wir jetzt aber hier im Aktienfinder. Und da habe ich dann naja, auch schon diverse Merkzettel gemacht. Unter anderem hier siehst du die ganzen Merkzettel hier zum Starterdepot und auch Merkzettel zu REITs, den ich schon ausgewählt habe. Allgemein im Aktienfinder bzw. REITs. Also wir haben jetzt vier sparplanfähige REITs, über die werden wir diskutieren. Es gibt natürlich einiges mehr an REITs. Wie viel genau, das weiß ich jetzt gerade nicht. Im Aktienfinder haben wir 31 US-REITs, die du hier siehst. Die zeige ich dir mal kurz. Und REITs sind eben deshalb so interessant, sind in erster Linie interessant für Dividendeninvestoren, ganz klar, weil eben 90% des Net Income als Dividende auszuschütten gesetzlich verpflichtet sind. Das führt dann in der Regel auch dazu, dass die Dividenden relativ üppig sind, die hier bezahlt werden. Du siehst es hier. Fängt schon das ist beim Tanker, ist natürlich dann ein bisschen Krisenried, wenn der Ried so hoch ist, dann gab es da irgendwas mit dem Kurs passiert im Regelfall, nämlich der ging nach unten. Nichtsdestotrotz, du siehst hier 9%, 7, 6, 5%, 4%, sehr viel, dann 3%. Und SBR Communications, das ist ein Sonderfall, der ist erst zum Ried geworden, da ist die Dividende noch relativ niedrig. Aber ansonsten siehst du schon, dass es doch relativ üppige Dividenden sind, vor allem vor dem Hintergrund einer ja, Null- oder sogar Negativzinspolitik, die wir da momentan haben. REITs sind außerdem relativ interessant, weil sie sich finanzieren durch Mietverträge, Miet- und Pachtverträge, die im Regelfall langfristig angelegt sind, also über mehrere Jahre laufen. Und dann ist das heißt, dass der Cashflow, der erzielt wird von solchen REITs, in was genau die jetzt auch immer investieren. Also es gibt REITs, die investieren in
Immobilien, so wie wir es uns eigentlich vorstellen, aber du wirst jetzt auch REITs kennenlernen über American Tower. Also wir kümmern uns diesmal um American Tower und Digital Realty Trust. Und American Tower, die haben Sendemasten und vermieten dann die Sendemasten an die Carrier, also AT&T, Verizon und so weiter, die wir übrigens hier kennengelernt haben in diesem Blog, in diesem Video, dessen Abstimmung gerade läuft, in der Bestseller Challenge, Deutsche Telekom Aktie. Da sind wir ja dann in die USA gekommen, wegen der Tochter der Telekom, T-Mobile USA. Und T-Mobile USA ist ein Kunde von American Tower. Die mieten dann quasi diese Sendemasten von American Tower. Greif aber schon wieder ein bisschen voraus. Ja, ich wollte einfach nur zeigen hier, dass die REITs eigentlich hier ganz attraktiv sind, was die Dividende angeht. Hast du aber vielleicht schon gewusst. So, jetzt aber hier nicht zum Ranking, sondern hier ist dann also der Merkzettel. Wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf insgesamt diese vier REITs, aber in dem Video nur zwei REITs, wie gesagt, Digital Realty Trust und American Tower. Und der erste, den wir uns anschauen, ist nicht der hier, sondern der hier. Das passt nämlich in mein Skript rein. Ich habe jetzt so ein bisschen spiegeln hier. Da haben wir also American Tower. Die betreiben Sendemasten. Die betreiben Sendemasten in den USA. Da haben sie momentan 54% des Umsatzes. Und darüber hinaus aber auch in Lateinamerika, Europa, auch in Asien. Und du siehst ja hier schon, dass es doch ziemlich erfolgreich ist, das Geschäft. Du siehst ja die wachsenden Umsätze. Dann siehst du sogar hier operative Margen, die sehr stabil sind. Und hier siehst du das Ganze dann pro Aktie. Das seit 2011 kannst du erkennen, werden Dividenden bezahlt. Und seit 2011 ist es auch American Tower ein REIT. Viele Unternehmen, die fangen als normal in Anführungszeichen Unternehmen an und tun dann später zum REIT umfirmieren. Am Anfang, da schlagen insbesondere dann so viele Abschreibungen und so weiter zu Buche. Das ist eine steuerliche Geschichte, da bin ich jetzt auch nicht absolut drinne. Aber es lohnt sich oft bei Unternehmen erst später in den REIT-Status zu wechseln und dann wird dann auch angefangen, Dividende zu bezahlen. Also dann quasi, wenn die Investitionen bilanztechnisch Früchte tragen und viele Gewinne erwirtschaftet werden, dann wird in den REIT-Status gewechselt. So wird es bei American Tower auch der Fall gewesen sein und deshalb erst ab 2011. Und auch hier siehst du eben diese schön steigenden Funds from Operations in diesem Fall. Bei REITs, da guckst du ja nicht auf den bilanzierten Gewinn, sondern auf den Funds from Operations, weil die Abschreibungen da eine sehr große Rolle spielen, weil die halt viel Vermögen in Immobilien stecken haben. Und Immobilien werden im Gegensatz zu Maschinen zwar auch abgeschrieben, aber Maschinen gehen tatsächlich kaputt und Immobilien werden oft sogar noch mehr wert. Die muss man auch instand halten, aber die werden insgesamt oft mehr wert und deshalb verfälscht es dann, der bilanzierte Gewinn verfälscht dann den tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Was interessant ist, und das möchte ich dir jetzt auch mal hier zeigen, bei der Bewertung normalerweise, wenn man so an, oder wenn, ja, auch wenn ich früher an REITs gedacht habe, da dachte ich dann immer, ja, es ist vor allem für Dividendeninvestoren interessant und die Dividenden sind relativ hoch, aber Kursgewinne, das ist so unter ferner Liefen und allzu viel sollte man da nicht erwarten. Das ist aber nicht unbedingt wahr. Also guck mal hier, okay, vom Tiefskurs hier, wenn du hier, habe ich es mal angeklickt, 2002 im Oktober und momentan sind wir hier. Wenn du hier mal schaust, kannst du schon durchaus einen Kursanstieg erkennen und es wäre eine Rendite von 2002 bis hier jetzt 2019, also schon über 17 oder 16 Jahre. Eine Rendite, eine jährliche durchschnittliche Rendite hättest du dann damit gemacht von 35,2%. Das sind die Dividenden drin. Und ich habe mal so geguckt, das ist ungefähr Amazon-Niveau, mitten im REIT. Und das sind halt Dinge, die würde man erstmal nicht vermuten. Also ich auf jeden Fall hätte es erstmal nicht vermutet. So nach dem Motto, ich investiere in REIT, dann, ja, okay, kriegst du halt schöne Dividende, aber sonst wird nicht allzu viel passieren, nach von wegen. Da siehst du, dass da doch einiges gehen kann. Wobei, wie gesagt, erst ab hier ist es tatsächlich ein REIT geworden. Aber du wirst dann auch sehen, bei Digital Realty Trust ist es ähnlich. Also auch da liegst du locker im zweistelligen Bereich, jährliche Rendite jedes Jahr.
Was jetzt natürlich interessant ist, oder erst einmal zu American Tower an sich. Also die betreiben Rechenzentren, wie gesagt. Und das Geschäftsmodell ist relativ interessant, weil die haben zum einen, wie fast alle REITs, längerfristige Mietverträge. Die laufen so zwischen 2 und 5 Jahren und die erhöhen sich dann, das ist im Vertrag festgeschrieben, auch in der Regel so um 3% jährlich. Ihre Kunden sind relativ oligopolistisch, also da gibt es nicht sehr viele Kunden. Das ist vielleicht jetzt erstmal nicht so gut, weil die eine relativ starke Verhandlungsmacht haben und die kennen wir auch. Es sind also in den USA AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile USA. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es bei den Anbietern, also bei den Tower REITs genauso. Da gibt es dann noch Crown Castle International und SBA, die auch die im Aktienfinder sind und die teilen sich im Prinzip die USA auf. Und die Carrier selbst, also ihre Kunden, die betreiben wenig eigene Sendemasten und die werden das auch kaum ausbauen, weil es für sie wirtschaftlich nicht rentabel ist. Denn solche Sendemasten werden oft nicht an einen einzigen Carrier vermietet, sondern an mehrere. Und dann rentiert sich das mehr für die. Und wenn jetzt ein Carrier nur für sich so einen Sendemast hinstellt, dann ist es für den nicht so rentabel. Außerdem kannst du einen Carrier nicht einfach irgendwo einen Sendemast hinstellen, wo er will, weil das Ganze gesetzlich reglementiert ist. Insofern ist es so, dass wahrscheinlich keine Konkurrenz durch die Carrier kommt, sondern die sind ganz zufrieden, so wie ich gelesen habe, die Tower REITs zu benutzen und da einfach die ja, Sendeleistung oder die Sendemasten anzumieten. Die Gerätschaft selbst für das Senden, das stellen dann die Carrier und die installieren das dann auch. Und ja, warum ist es noch interessant? Mal gucken, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe. Ja, ich habe noch geschrieben, Wechselkosten sind relativ hoch. Dann müssen sie das ganze Zeug nämlich wieder abmontieren und so weiter. Und im Regelfall werden dann die Verträge einfach verlängert. Und das macht das Geschäftsmodell ja auch typisch relativ stabil. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns mal die Bewertung an. Und da gehen wir erstmal hier zu diesem Dividendenturbo. Das siehst du ja die Entwicklung der Dividende im historischen Zeitverlauf ab 2012, weil ab da eben die Dividende bezahlt worden ist. Siehst du erstmal hier, dass die Dividenden schön steigen, dass die auch relativ stark anziehen sollen, laut den Prognosen. Und momentan so irgendwo ja in der Mitte, wenn man es einfach mal so sich anschaut, die aktuelle Dividendenrendite von 1,6%, also die ist ja relativ niedrig, ne? Und das kommt halt wahrscheinlich dadurch, schätze ich mal, dass der REIT noch nicht allzu lang ein REIT ist. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Auf jeden Fall ja, ist die relativ niedrig, soll aber relativ stark wieder anziehen. Da hätte man hier wenigstens 2,8% Anfang 2022. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass der REIT hier irgendwo fair bewertet scheint anhand der Dividendenrendite. Kannst du dann auch mal hier noch so die Korridore einblenden, wo dann verglichen wird. Also ein Korridor aufgespannt wird, der basiert hier in dem Fall auf der historischen Dividendenrendite der letzten 12 Monate, auf den Durchschnitten. Dann siehst du da hoch, das Tief, dass er da relativ in der Mitte liegt. Leicht überbewertet wäre es dann, aber immer noch irgendwo in der Mitte. Und das täuscht. Und das zeige ich dir nämlich jetzt hier, weil tatsächlich ist der REIT American Tower sehr hoch bewertet. Und da würde ich vorschlagen, gucken wir uns jetzt mal hier. Momentan haben wir einen KGV von 28. Das siehst du auch einfach, wenn du nur hier drauf guckst. Das siehst du dann, dass wir momentan einen KGV haben von 28, basierend auf dem Funds from Operations und auch einen Cashflow, der fast genauso hoch ist. Und du siehst, dass die Zahlen hier deutlich niedriger waren. Gucken wir uns vielleicht mal an. Ab hier 2005. Wir können auch noch den Funds from Operations gerne einblenden. Hier machen wir es mal hier ab 2005. Und dann sehen wir Folgendes. Blende ich das wieder aus. Hier haben wir ja schon den Kurs und dann gucken wir uns einfach mal hier den fairen Wert, die drei fairen Werte an und zoomen da ein bisschen näher rein. Und dann siehst du hier einfach, dass der Kurs Verlauf sich lange an dem fairen Wert tatsächlich orientiert hat, aber hier seit Anfang
2019. Da ist der Kurs auch nochmal doch ziemlich stark gestiegen von 160 auf 224 US-Dollar jetzt und ist damit deutlich, hat sich damit deutlich vom fairen Wert entfernt. Du siehst auch, dass der faire Wert der Dividende, oder dass die Dividende nahelegt, dass die Aktie viel mehr wert wäre. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil ein Unternehmen mehr Dividende ausschüttet, das Unternehmen jetzt per se mehr wert ist. Dann müssen ja auch die Unternehmensgewinne mitziehen, beziehungsweise Cashflows. Und das ist eben hier in dem Fall, hier in diesem Fall nicht der Fall. Deshalb würde ich jetzt hier mal die Dividende ausblenden und das auch. Und das Kalid ist auch ein bisschen schöner. Und dann gehen wir nochmal hier, zoomen wir nochmal hier rein. Und dann siehst du jetzt, dass man doch ein gewisses Abwärtspotenzial hat, wenn man den aktuellen Kurs verbindet mit dem nächsten fairen Wert hier. Und das Abwärtspotenzial entspricht einer Rendite von knapp minus 30%. Haben wir jetzt gerade ausgerechnet. Der faire Wert wäre irgendwo bei 100, zwischen 153, 52 und 160 US-Dollar. Und der Kurs halt von 224 US-Dollar ist halt deutlich drüber. Und deshalb haben wir hier also erstmal Korrekturpotenzial. Das heißt dann aus meiner Sicht, also ich würde da jetzt nicht einsteigen, auf keinen Fall durch einen Einzelkauf. Das wäre mir zu heiß. Über Sparplan, was wir jetzt im Starterdepot machen, da ist es eine andere Sache. Da kann man sagen, okay, fangen wir mal an hier. Wenn dann der Kurs zurückkäme, dann würde man einfach weiterkaufen, 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 weiterkaufen und dann würde sich das Ganze über den Cost-Average-Effekt eben ausgleichen. Bei Sparplänen, insbesondere weil wir langfristig investieren wollen, wir wollen auch noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr und so weiter dabei sein. Da wäre es natürlich auch schöner, man würde hier anfangen und die Aktien einsammeln, aber da ist es nicht so schlimm, wenn die Aktie erstmal überbewertet ist. Weil du musst dir ja vorstellen, ja, wir werden, wenn wir wirklich ernst machen mit dem Ganzen und ich habe es vor, dann werden wir dieses Jahr werden wir hier immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter die Aktien kaufen, falls sie denn gewinnen würde in der Abstimmung. Und deshalb wäre das jetzt hier erstmal nicht so schlimm. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu American Tower. Mein Spickzettel ist nämlich nicht vollständig. Ich möchte dich aber nochmal darauf hinweisen, dass ich auf der Seite dann aktienfinder.net hier auch einen Blog-Eintrag machen werde. Und da kannst du das dann nochmal nachlesen zu American Tower und Digital Realty Trust, was ich hier erzähle. Und da ist es wahrscheinlich sogar etwas vollständiger. So, gehen wir mal zu Digital Realty Trust. Und erstmal hier rein. Was machen die? Das sind natürlich auch ein US-REIT und die betreiben Rechenzentren. Also die arbeiten im Prinzip auch mit Daten oder die verdienen Geld an Daten, genauso auch wie American Tower. American Tower profitiert ja auch, das habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen, vom zunehmenden Datenvolumen, das übertragen wird, insbesondere mobil. Und bei Digital Realty Trust ist es genauso. Also ihr wisst ja vielleicht, das ist das Internet der Dinge, dass überall, dass alle möglichen Haushaltsgeräte beispielsweise internetfähig sind, Kühlschrank, Spülmaschine und so weiter. Der eine unterhält sich mit dem anderen. Das Haus ist intelligent, sogar ein Rollo kann sich schon wahrscheinlich mit den Nachbarn fast unterhalten oder keine Ahnung. Also das ist Home Automation, also das Internet der Dinge auf der einen Seite. Autonomes Fahren haben wir. Das wird ja jetzt auch forciert, also schon länger forciert. Du kannst ja jetzt quasi dein Tesla herbeipfeifen, dann kommt er aus der Parklücke zu dir angefahren, musst du nicht mehr in den Regen rausgehen, werden ja auch mobile Daten übertragen, Augmented und Virtual Reality, das sind da auch noch so Geschichten. Hast du vielleicht irgendwann eine Brille auf und siehst da viel mehr als ein normaler Mensch damit. Ach, also alle möglichen Trends, Artificial Intelligence, Business Intelligence, also überall Daten, Daten, Daten und die werden übertragen über Masten von American Tower und die werden gespeichert in Rechenzentren bei Digital Realty Trust und das sind halt für beide Unternehmen Treiber, die ja, für langfristig steigende Unternehmensgewinne sorgen. Das siehst du zum einen hier, hier siehst du, dass die Umsätze wachsen. Wobei ich dir nicht verschweigen möchte, dass die operativen Margen hier leicht rückläufig sind, wenn du längerfristig schaust. Aber nichtsdestotrotz, pro Aktie gehen hier die Kennzahlen doch immer schön nach oben. Und 2004 ging Digital Realty Trust an die Börse. Und ja, im Prinzip seitdem steigen dann auch die Funds from Operations und die Dividenden ebenfalls. Kann sein, dass die mal hier
nicht angezogen sind. Doch, die sind ja immer leicht gestiegen. Siehst du dann hier auch anhand der Kennzahlen noch Dividendensteigerung. Digital Realty SaaS seit 14 Jahren, also seit die quasi gelistet sind, und American Tower seit 6 Jahren. Ja, den ihre Kunden, das ist ganz interessant. Also, sie betreiben Rechenzentren erstmal und sie bieten Cloud-Services an. Also der Cloud-Services, da klingelt es wahrscheinlich bei dir, denkst du dann an Amazon, dieses AWS, oder Microsoft, Azure und andere Clouds, IBM, SAP, Oracle, die bieten ja alle irgendwelche Clouds an, entweder für Consumer nur und Business, nee, entweder nur für Business oder für Consumer und Business. Und Digital Realty Trust, was dann da läuft, das sind auch Clouds. Und ganz lustig, die Kunden von Digital Realty Trust, die heißen beispielsweise IBM, Oracle, also selbst wiederum Cloud-Anbieter. AT&T ist auch ein Kunde von Realty Trust, und der größte Kunde von Digital Realty Trust, der heißt Facebook. Also auch IT-Unternehmen. Und Digital Realty Trust, die bieten quasi ich sage es erstmal, eine Business Cloud an, also es ist B2B. Und die bieten schwerpunktmäßig hybride Clouds an. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und bei Microsoft irgendein Cloud-Angebot annehmen, Microsoft Office 360, glaube ich, wie das heißt es, dann ist es eine öffentliche Cloud. Also wir teilen uns quasi Rechenleistung mit anderen. Das ist nicht klar abgetrennt. Natürlich darf der andere, kann der andere nicht auf unsere Dateien und so weiter zugreifen und auf unsere Daten, aber das ist nicht so sauber abgetrennt wie in einer hybriden Cloud. In der hybriden Cloud bringen die Betreiber tatsächlich ihre eigene Software und tun sie dann in die Racks schieben und so weiter und in getrennte Abteilungen installieren, die bei Digital Realty Trust, die klinken sich quasi in die Infrastruktur von Digital Realty Trust ein. Das ist so eine hybride Cloud. Ich habe auch in dem Blogartikel, das werde ich jetzt nochmal ein bisschen genauer beschreiben, da habe ich dann auch noch einen Link drin zum Fraunhofer Institut, da kannst du nochmal genauer nachlesen. Jedenfalls ist das eine Art Kombination zwischen Private und Public Cloud, diese hybride Cloud. Und die werden wahrgenommen zum einen, um erhöhten Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden. Das heißt, wenn geschäftskritische Prozesse laufen, dann gehen die Unternehmen nicht hin und lagern das in eine öffentliche, in eine Public Cloud aus, zum einen, und zum anderen wird es auch oft genommen, so diese hybride Clouds, um Lastenausgleich beispielsweise zu machen, dass wenn die eigene Cloud aufgrund von, was weiß ich, Black Friday oder irgend sowas, wenn da gerade viel Traffic draufkommt, dann schalten sie die einfach noch dazu. Und es wird auch teilweise genommen, um Cloud-intern wieder Netzwerke aufzubauen. Wenn verschiedene Unternehmen miteinander kooperieren möchten, dann bietet Digital Reality Trust auch an, die miteinander quasi zu vernetzen. Also das sind schon so ganz interessante Sachen. Und ähnlich wie bei American Tower ist es so, dass die Wechselkosten enorm hoch sind. Wahrscheinlich noch höher als bei American Tower. Da sind sie aber auch schon hoch. Ich habe das in der Investor Relations gelesen. Und die Mietverträge bei Digital Reality Trust, die sind so zwischen 2 und 5 Jahren. Ich meine, du kannst es ja auch schon vorstellen, wenn du so ein Rechenzentrum erstmal hast und bei Digital Realty Trust, so eine Cloud, und das läuft dann, da kannst du dich nicht einfach abbauen, weil dann würde ja dein operatives Geschäft nicht mehr laufen. Das heißt, du müsstest erstmal eine Zwischenlösung schaffen, und das würde allein schon sehr viel Geld kosten, und dann müsstest du es abbauen und woanders wieder neu aufbauen. Und das ist natürlich schon ein immenser Kraftakt. Da schluckt man lieber mal die ein oder andere bittere Pille, falls man mit der Digital Reality Trust nicht zufrieden wäre, bleibt aber weiterhin Kunde. Und das Ganze macht natürlich das Geschäft doch ziemlich stabil. Also die Cashflows. Insofern auch hier ein erfolgversprechendes Investment. Und wenn du jetzt mal die Bewertung anschaust, das muss ich hier alles wieder wegmachen. So, siehst du hier seit 2004, seit dem Listing, und dann können wir hier einfach mal wieder verbinden. Und dann siehst du hier, aus 1.000 US-Dollar wären jetzt 15.186 US-Dollar geworden. Wenn du 1.000 US-Dollar investiert hättest, kannst du hier frei eingeben, wie viel. Kannst ja auch 10.000 oder 2.000 machen.
Und die jährliche Rendite wäre 22,5%, also mit Dividenden nicht reinvestiert. Und das ist natürlich jetzt nicht so viel wie American Tower, aber so nach dem Motto, boah, langweiliger REIT, kannst ein paar Dividenden kassieren und ansonsten vergessen. Nee, du siehst, dass das ja ganz andere Kaliber sind. Dann gucken wir uns mal an, wie hoch die bewertet sind. Nicht die Dividendenbenchmark, das hier. Und siehst du auch hier erstmal die Dividendenleiter, dass die Dividenden schön kontinuierlich steigen. Und dann siehst du aber auch hier, dass wir momentan eine Dividendenrendite von 3,3% haben, also ungefähr doppelt so hoch wie bei American Tower auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber doch schon niedrig. Also es ist seit Mitte 2016 so niedrig, aber vorher war die Dividendenrendite deutlich höher. In 2013 war die mal 7,6% hoch. Und hier die vorherigen Tiefs, die lagen so bei 3,84%. Und jetzt, wie gesagt, kriegen wir nur 3,3%. Und das legt schon nahe, dass die Aktie relativ sportlich bewertet ist. Insbesondere, weil du ja auch siehst, dass wie bei American Tower die Dividenden ja angezogen sind. Und trotzdem ist die Dividendenrendite jetzt doch sehr niedrig hier im historischen Vergleich. Und die Bewertung sagt uns da aber ein bisschen mehr. Deshalb machen wir die jetzt auch mal. Und da muss ich gerade wieder mal gucken. Also momentan ist das KGV ungefähr knapp bei 20. Du siehst, dass die mal hier deutlich günstiger bewertet war. Ich würde mal sagen, wir legen das hier mal ab dem Zweistelligen fest. Wir können auch den Funds from Operations mal einblenden. Wenn man nach dem geht, könnte man eigentlich schon ab hier bewerten, weil ich kann hier keine wirkliche Änderung feststellen, dass irgendwann mal das Wachstum sich beschleunigt hat. Dann bin ich jetzt mal so mutig und fange mal hier an. Da drüben ist es, also ganz noch ein Geschäftsjahr weiter, ist das KGV bei 7,6. Das ist so niedrig, das tue ich jetzt mal nicht mit einbeziehen. So, und dann wäre das jetzt hier also die Kursentwicklung und dann sehen wir hier jetzt die fairen Werte. Erstmal basierend auf dem Funds from Operations. Dann siehst du im Prinzip ja schon, dass der faire Wert hier bis Ende 2015 respektiert wurde und dann mit 2016. Da wurde dann quasi eine neue Ära bei der Bewertung eingeleitet und dann basierend auf dem operativen Cashflow. Der wackelt ein bisschen, aber es sind das Bild im Prinzip das gleiche und dann holen wir noch die Dividende dazu. Und im Gegensatz zu American Tower verläuft die ebenfalls so wie die anderen fairen Werte. Und dann sehen wir hier zwei Phasen der Unterbewertung. Hier in der 2.8 und hier in 2.13. 2013, zufällig genau da, natürlich nicht zufällig, wo die Dividende so hoch war, wo man quasi mit einer sehr hohen Dividende einsteigen konnte. Da war das Unternehmen auch unterbewertet. Und jetzt eben hier eine relativ sportliche Bewertung, aber schon relativ lange. Und wenn ich mir jetzt hier mal die Funds from Operations einblenden lasse, dann sieht man optisch eine ganz leichte Steigerung, also ganz leichte Zunahme der Steigerung der Funds from Operations im Vergleich zu den Jahren, bilde ich mir jedenfalls ein. Aber eine so starke Kurssteigerung würde es jetzt nicht, aus meiner Sicht nicht rechtfertigen. Wenn wir nochmal näher ranzoomen, dann können wir jetzt ja nochmal das Korrekturpotenzial bestimmen. Da würde ich mal den fairen Wert basierend auf den Funds from Operations nehmen. Das wäre dann hier bei 32%, also sehr deutlich. Der aktuelle Kurs liegt bei 130 US-Dollar. Nahe des historischen Hochs und der faire Wert wäre hier bei knapp 90 US-Dollar, also das ist schon ein Unterschied, 40 US-Dollar. Und du siehst ja auch, dass das Wachstum, prognostizierte Wachstum jetzt nicht, also es soll steigen, aber es ist jetzt nicht so, dass es hier Bäume ausreißt. Der faire Wert würde dann steigen von 87 US-Dollar auf knapp 92 US-Dollar auf dann 100 US-Dollar, also 99,68. Damit also immer noch deutlich unter dem aktuellen Kurs. Und wenn dann hier hättest du ein Korrekturpotenzial von minus 7% jährlich, beziehungsweise minus 15% Rendite noch einbezogen bis 2021. Und das droht bei Einmalinvestments, also bei Einzelkäufen. Bei Sparplänen, wie ich es jetzt schon dargelegt habe, bei American Tower, ist es eine andere Sache. Also auch hier würde ich jetzt erstmal nicht hingehen.
Und also ich persönlich und jetzt mir die Aktie quasi zulegen, weil ich sie für zu hoch bewertet halte, obwohl sie langfristig ja absolut ein interessantes Investment ist. Was du machen kannst, das habe ich auch hier schon mal gemacht, du kannst natürlich versuchen abzuwarten, bis die Aktie runterkommt. Sie muss ja nicht runterkommen bis hierhin. Du kannst ja auch dann sagen, wenn die Aktie jetzt bei was weiß ich, 100 zum Beispiel oder ist, dann wäre sie für dich jetzt schon ein Kauf, weil es ja immer die Frage ist, ob irgendwann diese alten KGVs hier von 10, 10,5, 12, ob die überhaupt mal wieder erreicht werden, oder ob wir jetzt hier dauerhaft in einer höheren Bewertungsphase angekommen sind. Sei es makroökonomisch, weil einfach so viele Anleger jetzt quasi den Zinsersatz suchen und dann auf Dividenden also auf Dividendenwerte wie REITs ausweichen, also ganz klassische Dividendenwerte. Oder aus mikroökonomischen bzw. betriebswirtschaftlichen Gründen, weil Investoren zur Überzeugung gekommen sind, dass dieses Unternehmen oder dieses Unternehmen jetzt eine bessere Zukunft vor sich haben, als die Investoren noch zum Ende 2015 sich vorstellen konnten. Das müsstest du dann auch ein bisschen für dich selbst ausklamüsern. So. Wir haben uns jetzt also einmal Digital Realty Trust und American Tower angeschaut. Im Folgevideo zum Starterdepot gucken wir uns Public Storage und Realty Income an. Und dann hätten wir alle vier. Und dann kannst du abstimmen. Dann würde ich nämlich sagen, wir suchen uns hier den Gewinner aus für den letzten und 20. Sparplan. So, dann bedanke ich mich für das Zuschauen. Klasse, dass du so lange durchgehalten hast. Und bis bald zum nächsten Video. Ciao.